Und wir werden das heute konfigurieren und direkt auch bestellen. Hey Leute, was geht und willkommen zurück zu einem weiteren The Satin Crew Video. Und heute ist es mal etwas anders. Und warum ist es heute anders? Das weiß ich nicht, aber das wirst du uns doch gleich verraten. Guten Morgen. Sind wieder bei Bentley. Ja, stimmt. Bei der Kampfgruppe. Bei der Kampfgruppe, genau. Denn wir haben uns so ein bisschen in den Continental verliebt. Muss man sagen, also wieder verliebt. Das wieder neue verliebt, Modell. Genau. Und zwar in den GT Speed Convertible. Ein wunderschönes Fahrzeug. Und wir werden das heute konfigurieren und direkt auch bestellen. Hier also, live vor Ort, genau, mit euch. Das werdet ihr komplett alles mitbekommen. Wir konfigurieren das Auto durch, drucken die Papiere aus, unterschreiben und dann abwarten. Von dem her würde ich sagen, springen wir mal rein und haben mal ein bisschen Spaß mit dem Konfigurator. So, jetzt sind wir auch hier drin im Konfigurationsraum mit dem lieben Finn. Möchtest du einmal Hallo sagen? Moin, moin. Hallo. Danke, dass du das ganze Prozedere hier mit uns machst und dass wir uns einmal den GT Speed konfigurieren können. Vater, was sagst du dazu? Ja, es ist genau unsere Farbe, würde ich sagen. 1:1. Vor mir fällt gerade auf, wollen wir eigentlich ein Coupé oder ein Cabriolet? Cabriolet. Das ist ein Coupé. Dann switchen wir doch mal schnell um auf. Wir sind aber wirklich sehr dankbar, dass wir hier sein dürfen, weil der Konfigurator ist, um das selbst zu benutzen, wenn man sich damit nicht auskennt, nicht gerade so easygoing. Nein, also die Benutzerfreundlichkeit würde bei von 5 Sternen einen bekommen. Das ja. Haben wir absichtlich gemacht, damit ihr zu uns in den Laden kommt. Ja, genau, genau. Genau. Was muss man dann bei dem Auto beachten? Was gibt es da für Empfehlungen? Gibt es da irgendwelche Sachen, wo du sagst, das ist ein Must-Have oder... einfach all black everything, weil es einfach am besten aussieht. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an und bringen das Ganze auf den Satin Crew Standard, oder? Dann würde ich sagen, starten wir standardgemäß mit eurem schwarzen Exterior, oder? Genau. Ja. Beluga. Beluga Solid. Solid. Oder wollt ihr eine Metallglattfüllung? Solid. Nee. Ihr foliert die Fahrzeuge ja sowieso, aber... Genau. Bevor er richtig alleine auf der Straße rumfährt, wird er fertig mit XPEL PPF und mit Crytex Ceramic Coating versiegelt und dann sind die sehr widerstandsfähig. Sieht schon fast echt schön aus so, ne? Mit den ganzen silbernen, also Chromakzenten, finde ich schön. Dass du dich so in das Auto verliebt hast. Ja, es ist sehr klassisch, ich mag das. Rolls-Royce hat letzte Woche zweimal angerufen. Warum? Sebastian. Hat gesagt, dass das überhaupt nicht verstehen Sebastian kann, dass und ich jetzt Stress. Dass du den Rolls-Royce so gedisst hast vom Interieur. Alex hat nämlich in einem unserer Videos gesagt. Habe ich gesehen. Ray, ja, genau. Und wir haben jetzt ja einen neuen bestellt. Jetzt können wir es ja sagen. In 49 Minuten ist das Video sowieso online. Wir haben zwei neue Rolls-Royce bestellt. Ein Landspeed. Das ist so ein limitiertes Modell. Gibt es nur 25 Stück auf der Welt. Einen davon bekommen wir. Wird auch der einzige in Deutschland sein. Und einen neuen Wraith noch, bevor Schicht im Schacht ist. Weil Rolls-Royce... cancelt die Wraith- und Dawn-Modelle mit Verbrennermotoren. Huiuiui. Ja. Aber dann gut nochmal einen sich zu sichern. Genau. Das gleiche hier. Muss man auch einfach neidlos anerkennen, sind einfach auch sehr schöne Fahrzeuge und haben auch ihre Daseinsberechtigung. Wobei das Interieur von Bentley ist schon ziemlich gut. So. Das ist absolut korrekt. Deswegen seid ihr auch hier jetzt. Richtig. Ja, dann würde ich sagen, bevor wir zum Interieur gehen, müssen wir uns noch mit dem Exterior weiter auseinandersetzen. Auf jeden Fall. Farbe vom Dach, klassisch schwarz. Ach, ich finde da ja Rot auch cool, ne? Okay, kein anderer. Wobei ihr immer mit Rot-Schwarz arbeitet, eben. Ne? Kann man das dazu machen? Aber das ist einfach, wir arbeiten mit roten Akzenten. Mhm. Und das Dach ist ein großer Akzent. Sehr großer Akzent. Sehr, ja. Könntest du das vielleicht einmal rot machen? Ja, ich kann auch die Ansicht einmal ändern. Ja, das wäre ganz cool vielleicht. Das finde ich schon cool. Ich finde, das ist mal was anderes. Ist gewagt, aber sieht fett aus. Ja, sehr guter Geschmack. Ja. Das Problem ist, drauf ist es drauf. Und, deswegen kannst du das Dach hier runter machen. Kann man nicht folieren. Das ist so immer, wenn jemand sagt, wieso seid ihr so langweilig und wieso sind die Autos eigentlich immer schwarz? Wir hatten auch mal dunkelgrau, so wie hier den Bentley hier vorn, haben wir auch gehabt. Aber es ist immer so, man findet Farben dann cool und begeistert sich dafür. Und dann stelle ich mir immer die Frage, wenn ich jetzt zum 25. Mal das Garagentor aufmache und auf die Farbe gucken soll, finde ich sie dann immer noch so schön? Nein, finde ich dann nicht. Und deshalb... Ich habe hier gerade, da kann ich das vor die Kamera halten, geht das? So. Es ist wunderschön. Es ist wunderschön. Aber nichts für uns. Okay, wie gesagt, jemand hat Geschmack und jemand nicht. Ja. Ja, dann schwarzes Dach, ne? Feng. Ja, da haben wir vorhin ganz kurz drüber gesprochen. Also ein Matt ist nichts vom Werk erhältlich. Das heißt,
dann ist es fast egal. Ja. Dann nehmen wir das, was standardmäßig vernünftig drauf ist, weil die werden dann sowieso umlackiert. Umlackiert, genau. Silber wäre schon aber hart am Limit für die ersten Bilder. Okay, das stimmt. Also wenn überhaupt, ja, doch, ja. Nehmen die einen großen Aufpreis für schwarze Felgen? Wir nehmen ja sowieso das Backline-Paket, von daher ist das mit drin? Hält sich das in Grenzen. Ah, okay. Ja, gut, ja, dann machen wir das in. Ah, und jetzt ist das Backline drin, weil jetzt sind die ganzen silbernen Akzente sind jetzt ja weg. Ja, schwarze Endrohre, die Umrandung der Rückleuchten in alles schwarz, sehr schön. Die ganzen Chromelemente hier oben. Mhm. Ja, das ist schon echt schick. Das sieht wirklich gut aus. Sehr gut. So, dann waren wir beim Thema Interieur. Eigentlich brauchen wir nur schlicht schwarz und ein paar rote Akzente. Wäre dann quasi so, dass wir hier zum Beispiel, ich nehme es jetzt mal in Hotspur, also in dem Rot. Oh, mhm. Ja, okay. Und als Secondary Height gehen wir von Imperial Blue zu Beluga. Das sieht aus wie ein Dreiviertelbild, ja. Aber ich glaube sehr gut. Ist das Dach von innen hellblau? Das ist von innen hell, ja. Das können wir aber auch in Beluga switchen und dann ist es ganz normal schwarz. So, guck mal. Jetzt ich hab das Problem gelöst. Hier sieht man den ganzen Bildschirm hier. Genau. Du bist quasi auch IT-Fachmann. Nicht nur Car-Spezialist, sondern auch IT-Fachmann. Ganz genau. Wie haben wir das beim neuen Wraith? Haben wir das RR? Eigentlich hat Sebastian das in Ich weiß gerade nicht, was du meinst. Gemacht. Nee, in Rot gemacht, wie das Speed. Fällt mir jetzt nur gerade ein. Muss ich nachher nochmal schauen. Das kann ich leider nicht. Ich glaube nicht, dass irgendein RR in Rot ist. Wenn überhaupt in Schwarz. Aber die müssen ja nicht 1:1 Aber matchen. Die Infinity, die ist auf jeden Fall in Rot. Die Infinity ist in Rot, richtig. Deswegen passt das mit dem Speed auch in Rot. Ja. Gut. Wollt ihr denn Alcantara-Leder-Kombination behalten oder wollt ihr es in komplett Vollleder haben? Vollleder. Ja. Was wir trotzdem machen können, also nur als kleine Randinformation, häufig geht es ja nicht. Ihr seid ja auch Urus-Fahrer und da geht es zum Beispiel nicht. Aktuell nicht, wir haben unseren verkauft, aber der neue kommt. Okay, sehr gut. Und da war es zum Beispiel eine Zeit lang nicht möglich, belüftete Sitzer und Alcantara zu haben. Hier würde es gehen, aber wenn ihr euch für Vollleder entscheidet, ist das ja sowieso. Belüftete Sitze bin ich ein ganz großer Fan. Allerdings muss ich sagen, ich kenne kaum einen Hersteller, der die so baut, dass die auch wirklich funktionieren. Ich hoffe, das ist bei Bentley anders. Ich muss jetzt gerade sagen, so auf dem Bild sieht es aber mit Alcantara an sich schöner aus. Aber es wird wahrscheinlich nur am Bild liegen. Weil guck mal, wie das sieht gerade heller aus. Das ja, aber schau mal, ich meine, stehen ja zum Glück hier schöne Autos rum. Da kann man sich das mal anschauen. Ich finde es mit Vollleder. Ja, machen wir Vollleder. So, Veneers hatten wir ja vorhin schon einmal kurz das Thema. Carbonara. Geht ihr mit Carbonara, ja. Hochglanz-Carbonara. Ja, das ist okay. So. Ich hoffe jetzt einmal, dass wir noch mal drehen können und das Fahrzeug nicht wieder den schwarzen. Ja, guck mal. Super. Ja. Okay, man sieht es aber. So ein bisschen. So, machen wir so. Ja, genau. Ja. Ja, das sieht im Carbon schon sehr cool aus. Auch hier ein schönes Detail, was auch nur so im Speed ist. Diese rote Markierung, in dem Fall nicht auf 12 Uhr, sondern auf 6 Uhr. Okay. Finde ich aber auch sehr schick. Aus. Schönes Detail am Lenkrad. Ja. Hier jetzt zu sehen, ne, dass wir haben eine sehr große Fläche im Innenraum, die nicht unterbrochen ist. Wir können mit so einem Chrome-Stripe auf der Armatur. Ah, das habe ich mal gesehen. Das fand ich nee, können wir nicht machen mit Carbon. Ich wollte gerade sagen, also diese Meldung habe ich nämlich, als wir es versucht haben, auch bekommen. Gefühlt nach jedem Aufruf bekommen. Also alles, was ich wollte, ging nicht. Hier geht ja schon mal mehr. Hier geht schon mal mehr, ja. Das ist ein bisschen. Also ich finde den Innenraum so eigentlich schon perfekt, muss ich sagen. Die an den Sitzen, der Griff zum den Umklappen, glaube ich nicht schwarz. Nicht in Schwarz, nee, da wäre ein Carbon richtig cool. Ich bin nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Das findet deine Apple Watch nicht so gut. Schnauze. Ich glaube nicht, kriegt man so einen Griff in Carbon, nee, ne? Das ist ein bisschen unrealistisch. Machen die nicht, ne? Nein. Das hast du auch schon wieder für Vorstellungen. Das ist ja unglaublich. Also, ich sag mal, sag niemals nie, ne? Wir können gerne solche Sachen über Malena anfragen. Die machen eigentlich so gut wie alles möglich, was man sich vorstellt. Wir können im Nachgang das gerne mal anfragen. Ich würde es jetzt erstmal so lassen und dann schauen wir mal, was die darauf antworten. Ja, wir machen es erstmal fertig und dann schauen wir mal. Ja, genau. So. Alles mit der Ruhe.
Zu den Interior Details. Wir haben natürlich jetzt hier Front Seat Comfort Specification noch nicht drin. Das würde ich jetzt einmal reinnehmen, was wir vorhin schon gesagt haben mit Heizung, Massage, Belüftung. Und die Belüftung funktioniert wirklich super. Das freut mich. Ihr seid ja eigentlich nur immer auf der Sonnenseite des Lebens unterwegs. Und da ist es natürlich schön, wenn der Po nicht nur geheizt, sondern auch gekühlt wird. Auf jeden Fall. Was wir auch brauchen, das hat er bestimmt Standard, ist Lenkradheizung. So, das hat er ja. Das ist lange. Sind eigentlich die Winterreifen von Bentley genauso eine Abzocke wie bei anderen Herstellern oder geht das bei Selbstverständlich euch? Selbstverständlich nicht. Ah, ach nee? So, die gibt es ja gratis oben drauf. Und kostet weniger als 10.000 Euro im Satz? Stimmt, die kriegen wir ja gratis oben drauf. Never mind, alles gut. So, überspringen wir das an der Stelle einmal. wollt ihr... also Rolls-Royce jetzt... nimmt für einen Satz Winterräder. Sagt das 15.000 nicht. Euro. Jetzt haben die eine Motivation, ja, gut, das teurer zu machen. Da wissen wir, dass wir da nicht liegen. Nee, hier liegt bei 13. Passen die Winterreifen vom Urus von Continental? Wie groß sind die Reifen von Continental? 22 Zoll. Und so Urus Winterreifen auch? Das wäre eigentlich relativ lustig. Packen wir Urus Reifen drauf. Das war beim Urus auch immer Thema mit den 23 Zoll Felgen, dass da die Winterräder nicht für verfügbar waren. Genau, das Problem haben wir nicht. Nein, wir haben für den Urus einen separaten Satz. Gut, dann fahren wir. Wollt ihr sehen, dass wir auf unserem Bentley, falls wir einen bestellen, Lamborghini Felgen und Reifen drauf machen? Ich würde es lustig finden. Mein Freund. Ach, für 20 Minuten im Schnee geht das. Gut, weiter. Sehr gut. Ich bin gespannt, das Video schaue ich mir auch an. Sicherheitsgurte, wollt ihr die in Kontrastfarbe auch in Rot haben, ja, oder sonst schwarz? Wenn es das gleiche Rot ist, gerne. Genau, das ist ja immer das Thema, weil Leder, also das gleiche Rot auf unterschiedlichen Materialien, wirkt häufig problematisch. So, jetzt haben wir eine weitere Kameraposition. Da sehen wir jetzt auch, Rute ist heute wieder da. In den Kommentaren fandet ihr sie ja alle sehr sympathisch. Wie geht's dir heute? Ganz gut. Ach, das freut mich. Vielen Dank, dass ihr da seid. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Und jetzt seht ihr auch mal den lieben Fan. Jetzt habt ihr ein Gesicht zur Stimme. Wir machen mal weiter, würde ich sagen. Ja, genau. Wir waren ja stehen geblieben bei dem Thema der Seatbelts, also Sicherheitsgurte. Und der Frage, ob Bentley das gleiche Problem hat wie 9 von 10 Herstellern. Das ist nämlich farblich schwierig ist. Und wie wir in der Zwischenzeit festgestellt haben, auch beim Tageslicht, werden wir die Sicherheitsgurte in schwarz belassen. Ja. Und Hotspur, genau, das ist okay. Das finden wir schön, aber das geht mit dem Sicherheitsgurt leider nicht. Richtig, ja. Lamborghini bekommt das einigermaßen mit Rosso Alala, das geht, ne? Das geht nicht nur, das ist so das Gleiche. So, jetzt sehen wir das Bild auch einmal ganz. Ohne Hälfte Zensur. Ist jetzt, wo wir das gerade sehen, wir haben ja die Sitze jetzt auf Vollleder umgestellt. Genau, richtig. Ist jetzt dieser kleine Alcantara-Streifen, den wir eben hier uns im Auto angeschaut haben, auch beledert oder ist der das weiterhin Alcantara? Alles in Leder. Also sehr schön, okay. Gut. So. Sieht schon ganz cool aus. Weiteres Perspektive. Ich meine, ihr kauft jetzt oder ihr seid dabei, einen Speed zu kaufen. wollt ihr auch die Speed-Logos auf der Kopfstütze belassen oder wollt ihr das klassisch haben mit der Bentley-Schwinge? Also für die Instagram-Safety ist immer besser, wenn das Bentley-Logo da ist. Damit wissen die Leute schneller, was es ist. Oder die Kenner sehen es, weil Speed dran steht. So kann man es auch sehen. Nein, ich würde definitiv sagen Speed. Ich finde das Speed schöner. Du? Ich bin nur leidenschaftslos. Weil wir machen einen mit Speed, was einen das mit dem Bentley-Logo und dann noch ein Satin Crew-Logo. Jedes Logo. Beim Satin Crew-Logo, da kommen wir hoffentlich gleich zu. Also Rolls-Royce baut uns extra schön die Treadplates. For free Satin Crew Plates. Das können wir auch easy going. Okay, ja, das ist gut. Ich werd dich daran erinnern. Ja, schauen wir mal. Gucken, wie die Verhandlung wird. Ja, genau. Er hatte das Thema angesprochen, Lenkradheizung, ganz klar. Das brauchen wir. Man muss echt sagen, bei Bentley konfiguriert man eigentlich weniger von außen, sondern man freut sich wirklich am meisten auf den Innenraum. Ne? Ist wirklich so, finde ich. Man weiß jetzt schon, wie gut das riechen wird. Also, auch als wirklich bekennender Rolls-Royce-Fan sage ich auch, das Interieur von Bentley ist besser. Ist das Schönere. Und besser. Es ist nicht besser, Doch. Es ist anders, es ist schöner. Nein, weil man muss einfach ganz realistisch sagen, dass ein Continental ist vom Preis unter einem Dawn unter oder unter einem Wraith. Ja. Und die Qualität des Innenraums ist 10-mal besser. Ich habe nichts gegen Rolls-Royce. Also vor allem, wenn wir den Preis verhandelt haben, ist ja, deutlich. 150.000 Euro für ein GT Speed neu ist echt gut. Ja. Wie gesagt,
Vom Innenraum ist das viel besser. Ich hab die Zahlen, hab ich noch nie gehört. Da war so ein Piepen auf einmal im Ohr. Soll ich nochmal wiederholen? Wie so ein Tinnitus. 150.000. Was? Solche Preise kennt ihr hier gar nicht, ne? Nee. Voll abgehoben. Nee. Aber wir haben oben einen in Rot-Schwarz gebraucht. Pre-owned, aber auch schön. Nee, Gebrauch kaufen wir nicht, sorry. Aber auch schön. Aber auch schön. So, gut. Zurück zum Thema. An den Fußmatten kann man auch noch mal ganz schön... Ja, da brauchen wir natürlich die großen Lammwoll. Die Schuhe so schön sauber machen. Auch beim Cabrio, das hatten wir damals bei dem Grauen. Irgendwie finde ich, passt das zum Cabrio nicht. Hatten wir damals auch. Ja, aber ist doch unnötig. Jetzt mal ganz ehrlich, ist doch unnötig. Das sieht schön aus. Ja, also sie sind ein bisschen dicker. Das sind jetzt aber nicht zum Beispiel, wenn die Hunde wir gefahren, angeguckt haben. Und Luna sitzt immer unten im Fußraum. Das sagt man nicht im Fernsehen oder auf YouTube. Die sind angeschnallt, sicher in ihrem Körbchen hinten auf der hinteren Sitzbank. Ja, aber beim Parken, oder bei langen Rotphasen an der Ampel. Ja, ja, genau, bei langen Rotphasen. Kann er mal nach vorne springen, falls sich der Gurt löst zum Beispiel, und dann ist die Fußmatte sehr weich. Das ist der Airbag für den Hund. Richtig. Nee, wir sehen es jetzt leider nicht so richtig, weil es wieder zensiert ist, aber... Die Fußmatten, die da jetzt drin sind, auch mit der Kontrastnaht, sind nicht diese dicken Lammwoll-Fußmatten, wie wir vorhin in dem Malena gesehen haben, sondern das sind normale Fußmatten, ein bisschen dicker. Also von der Seite aus ist das unproblematisch, auch mit der Kontrastnaht da drin. Okay. Also ich würde trotzdem sagen, normale Fußmatten. Ja, dann. So. Irgendwie gehört es zu Bentley, aber irgendwie im Sommer finde ich das komisch mit so dicken Dingern da. Du hast ja auch Barfuß fahren. Ja, aber du hast ja auch im Sommer keine Winterjacke an. Nicht? Also ich nicht. Ah ja, du ja manchmal, aber ja. Anderes Thema. So, dann haben wir das, dann haben wir das. Das nehmen wir nochmal raus, weil wir wollten ja keine, wir wollten keine Kontrast-Sicherheitsgurte. Richtig. Nein. Technik. So. Technik, das große Thema, was uns alle beschäftigt. Wie viel Technik soll ins Auto? Wie viel wollt ihr an Unterstützern haben? Ich zeige euch das einmal ganz kurz, damit ihr einen kurzen Einblick bekommt in dem, was in diesem Touring-Paket drin ist, weil das City-Paket ist grundsätzlich schon immer dabei. Mhm. Also Touring ist Abstandstempomat und so weiter. Und Lane Assist, Night Vision, das ist immer ein großes Thema. Für viele ist das Head-Up-Display immer eine Sache, die das muss sein. Und das Head-Up-Display kann man nicht einzeln bestellen, sondern eben, wenn, dann nur in diesem Paket. Das sollte schon in das Paket gehen. Ja, das nehmen wir rein. Das wird ja ein Auto, was wir auch viel, viel lange Fahrten nutzen werden. Deswegen. Und da ist es dann gerade auch Lane Assist, ist dann echt ein entspanntes Thema. Ja, wobei, das ist immer so eine Sache. Ich finde das eher manchmal nervig, das Lane Assist. Ja. Ich fahre gerne, wenn man mal schnell links auf der Autobahn fährt. Und ab und zu muss man ja auch mal dem Vorfahrenden signalisieren, dass man es eilig hat. Ja, und dann fährt man noch mal vielleicht sehr links. Genau. Und da nerven dann die Systeme meistens schon gleich rum. Ja, das stimmt. Wobei man das wirklich ausstellen kann und immer Kapitän vom Schiff bleibt. Also das ist wirklich super da. Ist bei mir auch immer ein Thema, was mich total nervt, wenn es dann hier vibriert was, bimmelt was. Und ja, oder du fährst so Baustelle. Ne? Gestern von den 800 Kilometer waren gefühlt 350 Kilometer Baustelle. Und spätestens da fangen die Systeme an, völlig zu spinnen, wenn dann die gelben Streifen da irgendwie rumfriemeln und so. So. Ja, also, wie gesagt, können wir alles ausstellen. Die wichtigen Themen sind drin. Night Vision, Lane Assist und Spur-Hard-Assistent. Nochmal was Optisches im Innenraum. Sieht, finde ich, super fett aus. Hammer, ja. Ist so ein bisschen geschliffen, wie so ein Diamant. Deswegen heißt es auch Diamond Knurling. Ich finde es super sexy. Ist das dann auch das, was im Typ drin ist? Das ist sowieso. Okay. Das sind wirklich hier dann nur diese... Die Lüftanlässe. Die finde ich hammer cool. An der Lüftung und so weiter. Das finde ich sieht super gut aus. Finde ich auch recht schön, aber es kostet wahrscheinlich 20.000 Euro. Nee, da kannst du auf jeden Fall mal null von streichen. Na, immer noch 2.000 Euro für eine Luftdüse. Eine schöne Luftdüse. Aber das sagst du? Was dir im letzten Video zuerst aufgefallen ist. Ja, das stimmt. Da hast du leider zu gut aufgepasst. Wir können es ja mal reinnehmen und dann kann man ja mal diskutieren. Ja, wir nehmen es mit rein. Genau. Wie gesagt, bei den Preisen, die ihr uns gebt, ist das eh kein Problem. Haben ist besser als brauchen, oder wie war das? Genau, irgendwie so. So. Cool Dynamics. Bitte? Ich sehe schon da irgendwas mit Dynamics. Ja, das kommt noch. Okay. Hier erstmal. Wichtig, wollt ihr Ambientebeleuchtung haben? Ja, nein, natürlich, ja. Ne? Ja. So.
Smoker Specification braucht ihr nicht, ihr seid ja gesund und munter. Munter. So, jetzt kommen wir zu deinen Dynamics. Carbon. Carbonbremse. Oder Standard. Standard. Wie frei darf ich sprechen? Wie viel wird zensiert, wie viel nicht? Nein, also bei uns wird nichts zensiert, weil sollen ja alle wissen, wie es wirklich ist. Genau, also wir wollen eine ehrliche und echte Beratung haben. Wir haben ein schweres Auto, wir haben 660 PS und wir fahren weit über 300. Grundsätzlich bin ich immer so der Freund, der sagt, Carbonbremsen ist immer was für einen Stammtisch. Aber ich sage in dem Fall, sage ich ganz klar, Carbonbremsen hat einen folgenden Hintergrund. Die Stahlbremsen sind sehr groß, aber sind nicht schwimmend gelagert. Das heißt also, wenn man aus hohen Geschwindigkeiten häufig ganz stark abbremst, kann das sein, dass die Bremse, ich sag mal, ein bisschen die Form verliert. Und das hat man natürlich bei einer schwimmend gelagerten Bremse nicht. Außerdem ist die super belüftet und gelocht. Ich weiß nicht, ihr nutzt eure Fahrzeuge ja auch im Hochgeschwindigkeitsbereich und da bin ich dann ganz klar bei der Carbonbremse. Ich glaube, wir hätten so oder so die Keramikbremse genommen. Aber dann hat es sehr gut begründet. Ja. Vielen Dank für die gute Erläuterung. Ja, nee, wir hätten sie genommen, das stimmt. Ja. Definitiv auch. Ja, weil sie einfach, gerade bei diesen schwereren Autos, das ist zum Beispiel auch ein Thema. Rolls-Royce hat ja eine normale Stahlbremse drin. Ja. Und wir fahren in der Tat immer dynamisch. Es gibt auch Videos von uns, wie ich mit dem quer über ein Feld oder auch in den Bergen um den Genfer See herum aktiv unterwegs bin. Und da ist dann die Bremse wirklich ein Problem für so ein schweres Auto. Deshalb hätten wir von vornherein auch dort gesagt. Auch ein Thema Bremsstaub ist natürlich auch das ist nur ein optischer Aspekt, ne? Aber viele sagen dann, den Bremsstaub hast du dann so schnell auf der Felge, das ist nicht so schön. Ich meine, ihr habt eine schwarze Felge, da sieht man es eh nicht so, aber dann sind wir uns ja einig. Mit roten Bremssätteln oder klassischen schwarzen? Definitiv rot. Wunderbar. So ein bisschen spicy. Wollen wir es einmal von außen anschauen? Ups, will er nicht? Doch, der tauscht jetzt nur schwarz gegen rot. Okay. So, jetzt einmal nach außen. Jetzt sehen wir es einmal von innen. Jetzt sehen wir auch einmal hier die Kontrast der Keder an der Fußmatte. Die 6 Uhr Markierung ist echt schön im Lenkrad. Ja. Ja, perfekt. Top aus. Kann man, das ist zwar eigentlich eine Sache für den V8 Kontinent, wie gut ich informiert bin, kann man das B rot kriegen? Weil das sieht immer so cool aus, aber dann ist es natürlich eigentlich nicht das Speed, ne? Das, was du meinst, ist vom V8S, von den Vorgängermodellen, wo man dann unterscheiden könnte zwischen 12-Zylinder und V8. 18er, genau, ja. Das haben wir jetzt nicht mehr, bei uns ist es immer schwarz. Für euch machen wir das natürlich gerne möglich, ne? Lass mal, das kann im Zweifel, muss sowieso bei der Felge nach Hand angelegt werden, genau. Ja. Ihr macht ja sowieso immer ein bisschen was von daher. Ja. Gut, dann sind wir, was das Thema Vehicle Dynamics angeht, sind wir damit schon am Ende. Sehr gut. Hat auch was damit zu tun, dass beim 12-Zylinder relativ viel schon Serienausstattung ist. Beim V8 könnte man jetzt noch auswählen, nimmt man Dynamic Ride, also erweiternde Luftfederung, das haben wir jetzt hier nicht, ist Serie beim 12-Zylinder. So, Blackline, wie gesagt, ist schon dabei. Styling Specification in dem Fall ist es ein Carbon-Paket. Für den Exterieurbereich unterstreiche nochmal so ein bisschen so eine sportliche Note. Da muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht, ob das zum Bentley passt. Ich habe gerade einen V8 damit verkauft und ich fand es ziemlich, ziemlich geil, muss ich sagen. Man kennt es auch vom Speed früher, der hatte immer so kleine Exterieurbereiche, die waren dann hochglanz schwarz lackiert. Ja. In dem Fall ist es Kohlefaser. Ich finde, es sieht super aus. Also das Ganze, man kann es jetzt so schlecht erkennen auf dem Monitor, aber es ist normales Sichtcarbon. Es ist normales Hochglanz-Sichtcarbon und was auch ganz schön ist, es hat hier am Rand, am Ende eingefasst ein kleines silbernes Bentley-Logo, sieht auch super sexy aus. Ja, dann sollten wir schon Carbon nehmen eigentlich, ne? Kannst du die Außenfarbe nochmal ändern, dann sieht man mehr, was da noch dazugekommen ist. Ich kann es mal probieren. Ich mache es jetzt einfach mal in weiß, damit ihr mal seht, was dann passiert. Ah, take white. Das sieht doch bestimmt gut aus.
Und? So. Ah. Na, man, hier unten ist so eine kleine Lippe dran gekommen. Mhm. Hier an der Seite. Das und ist ein schönes kleines Feinstück. Ja, gut, das ist vernünftig. Genau, und auf dem Heckdeckel habt ihr so einen kleinen, so einen kleinen Splitter hinten. Mhm. Very, very nice. Aber lieber wieder Beluga, ne? So. Mhm. Alles wieder sauber und ordentlich. Ist echt beeindruckend, wie viele Optionen es bei Bentley gibt. Also ich muss auch sagen, das ist für mich eine der umfassendsten Konfiguratoren, die ich bisher gesehen habe. Ja, aber das ist ja auch ein Thema, was uns einfach extrem auszeichnet. Ja, so eine unglaubliche Tiefe, die Bentley dort ermöglicht. Kommen wir zum nächsten Punkt. LED Welcome Lamps, finde ich schönes Detail, wenn man die Tür öffnet, dass man so einen Bentley-Schwinger auf dem Boden leuchtend hat. Und dieses Welcome Lightning, schließt man das Fahrzeug auf, dann leuchtet es quasi auf und ist ein bisschen dekorativ, sieht gut aus. Ja. Ich finde allgemein diese neuen Crystal Lights mega. Ich auch. Also, die sehen so beeindruckend aus. Als die gekommen sind und auch im Heckbereich die Leuchte, sieht einfach echt super aus. Mhm. Auch hier ist es ja einmal wie so ein Kranz, so, ich sag es mal, geschliffen, wie so ein Diamant und es sieht einfach nur gut aus. Ja. Auf dem letzten Video, was wir gemacht haben bei euch hier im Showroom, haben einige kommentiert, dass die Rückleuchte sehr stark an Hyundai erinnert. Gut. An Bentayga, ne? Aber das liegt, glaube ich, eher an der Vertiefung. Ja, ich denke auch. Ja. Ich denke auch. Ja. Beim Continental. Also ich fände es persönlich schöner in der schlicht oder schmalen Version im Verhältnis zum alten. Okay. Ich finde es auch, passt sich dem Ganzen viel besser ein und wirkt ein bisschen dynamischer und vor allen Dingen auch ein bisschen moderner. Ja. Habt ihr gerade am Auto gesagt, das Bentley-Logo bzw. den Schriftzug auf dem Heckdeckel wollt ihr nicht, ne? Ich würde es erstmal lassen, das kann man ja abmachen ohne Probleme. Okay, dann lassen wir es drauf. Dann ist wieder drin. Weil vielleicht macht man das dann schwarz, dann sieht es vielleicht ganz cool aus oder rot. Oder aus. So. Wallet Key. Brauchen wir eigentlich nicht, wir fahren nur selbst. Dann so ein bisschen für die gute Luft im Innenraum. Wollt ihr quasi Erweiterung der Pollenfilter und so weiter und so fort? Also, ist das wie eine S-Klasse? Ja, das ist was anderes. Achso, okay. Ich dachte jetzt auch gerade, weil das funktioniert. Am Ende des Tages ionisiert so ein bisschen die Luft, Bakterien. Ionisieren und Pollenfilter, das ist nicht schlecht. Das denke ich mal, ist ganz gut. Ist gut gegen Heuschnupfen. Vielleicht, wenn man Heuschnupfen hat, Bentley fahren. Genau. Leide ich seit diesem Jahr drunter. Hatte ich vorher nie Probleme mit, seit diesem Jahr. Aber das habe ich auch irgendwie nur so 2 Monate gehabt und jetzt ist wieder alles gut. Schlimm, ne? War nicht so toll, ne? Garagentoröffner? Brauchen wir nicht. Wir haben immer so viele unterschiedliche Tore und mit unterschiedlichen Antrieben und unsere Erfahrung zeigt, es funktioniert. In Wahrheit funktioniert es nicht. Es geht, wenn man ein Haus und eine Garage hat, dann mag das vielleicht funktionieren. Ja. Aber wenn du an unterschiedlichen Standorten unterwegs bist, ist es schwierig. Audio Communication. Das brauchen wir, das Name. Das ist das Größte, was es gibt. Genau. Oder ist B&O mittlerweile? Das Name ist das Größere, ja. Name ist das Burmeister-System sozusagen. Welches ist denn das Beste? Qualitativ vom Sound her ist das Name, finde ich, besser. Haben wir auch im letzten Speed gehabt. Optisch finde ich das B&O schöner, weil das ist ein bisschen geschliffen und auch die Boxen sind von hinten beleuchtet. Gerade im Innenraum, wenn man im Dunkeln fährt mit der Beleuchtung, das sieht schon fett aus. Wenn man sagt, ich möchte aber auf jeden Fall die mega Konzertatmosphäre haben, dann ist das Name natürlich das Must-Have. Am Ende des Tages, wir reden trotzdem über B&O und auch das ist vom Sound her wirklich extrem gut. Wir nehmen trotzdem die große, ne? Name wäre das Beste. Ist drin. Induktive Ladefunktion fürs iPhone. Sehr gerne. Ist auch ganz cool, ist quasi in der Armlehne und man kann das iPhone so einklemmen. Also das rutscht auch nicht hin und her. Ist das nicht Standard? Es ist nicht Standard, nein. Das sollte heute eigentlich Standard sein. Ja. Das hat ja schon jeder VW Polo. Stimmt. Da sollte man vielleicht mal die Zusammengehörigkeit zwischen Apple CarPlay hat er ja. Aber das ist ja schon mal was wert. Standard, wo wir gerade bei dem Thema sind. Rolls-Royce hat es jetzt nach 2 Jahren in unserem Black Badge nachgerüstet.
Für? Ja. Umsonst. Ja. Das Rolls-Royce macht, da muss man wirklich sagen, ganz cool. Alles for free. Ja. Für euch oder für jeden? Nee, ich glaube, das ist nicht nur für uns. Okay. Was sie für uns netterweise noch gemacht haben, sie haben das Soundsystem, da haben wir nämlich das sogenannte Bespoke Audiosystem drin und das ist irgendwie so, wenn man mal auch ein bisschen mehr Musik hört, ein bisschen blöd, das haben sie optimiert beim letzten Mal. Ja. Okay. Wollt ihr TV-Tuner haben? Ihr seid so viel unterwegs auf dem Ausland, das bringt euch da, glaube ich, relativ wenig. Funktioniert meistens auch nicht und finde ich auch. Auch. Ja. Ganz klar, Rotating Display brauchen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Das braucht man definitiv. Regelmäßig. So. Warranty, können wir jetzt eine Extended Warranty noch reinnehmen? Was habt ihr denn da? Also 12 Monate Verlängerung oder 24 Monate Verlängerung? Das ist das für Verlängerung? Also wir kennen das ja von Lamborghini, da kriegst du 3 Jahre, 5 Jahre, 7 Jahre und so. Ja, nee. Clever geschrieben mit 12 Monaten. Also Verlängerung um 12 Monate. Ja, ja, genau. Normal ist 24 Monate, ne? 3 Jahre. Ah, 3 Jahre jetzt sogar schon, okay. Dann machen wir nochmal 24 on top. Ja, ja, mach mal on top, genau. Sind wir gut. So, seit der 5 Jahre. Kann man den herstellen. Ja, das Auto soll ja auch lange bleiben, falls wir uns so, Accessoires. Kann man natürlich nochmal so ein paar kleine Sachen reinnehmen, wie Jewelry Torch. Das ist so ein bisschen ne, für einen Zigarettenanzünder, damit das schicker aussieht. Wir haben doch kein Raucherpaket, dann haben wir doch gar keinen Zigarettenanzünder. Zigarettenanzünder habt ihr trotzdem. Aber trotzdem, ja, okay. Ja also Auto. Als Steckdose. Genau, die Steckdose. Okay. Gibt es das überhaupt noch? Ja, ja, klar. Okay. Protection, Alex weiß ja nicht, was bei euch so geplant ist, Kindersitz und so weiter. Wir hatten das Thema mit dem Hund. Ja, pack 5 rein, bitte. Genau. So. Ist ja ganz praktisch. Carcover? Carcover, Indoor, Outdoor? Indoor. So. Kann man das so ein bisschen bespoke auch machen? Also Farbe aussuchen, das kann man bei Aston Martin echt cool machen. Wir können auch das über Malena anfragen und auch das individualisieren lassen, klar. Wie sieht das Standard dann aus? Einfach schwarz mit Bentley-Logo drauf? Mit Bentley. Ah ja, okay, das passt. Das reicht. Ja. Bei unserem DBS haben wir es aber jetzt ganz schön crazy gemacht, ne? Rot. Ja, Aston Martin hat sich sehr um den Kunden bemüht. Also muss man schon wirklich sagen, sehr gut. Das wird mich eher grübeln lassen, aber... Der Karl Benz hat so einen tollen Spruch. Gut, weiter geht's mal lieber. So. Gut, Wheelback und solche Sachen, ich glaube, da seid ihr versorgt, das braucht ihr nicht. Die Autos werden bewegt, also auch diese Gummimatten. Die brauchen wir zwar schon, aber da haben wir, glaube ich, bessere Einkaufsquellen, als die bei Bentley mitzubestellen. Das lasse ich mal so stehen. Weil die Autos werden viel bewegt, aber es sind eben leider auch viele Autos. Und der Punkt ist leider, bei den Herstellern sind die Teilcushions leider echt teuer. Ja, das stimmt, ja. Und da kriegt man die leider... irgendwo normal günstiger. Ja. Nur weil halt kein Bentley-Logo dran drauf ist, ist das schade, aber egal. So. Letzter Punkt. Dicke Gummifußmatten für den Innenraum. Ich glaube nicht, dass ihr damit jetzt wandern geht mit dem Auto und das braucht. Und das könnte schon passieren, aber da macht man die Schuhe sauber. So. Dann haben wir die Zusammenfassung von eurem wunderschönen Speed. Ah, sehr gut. Sehr, sehr, sehr schön. Ja, das auf jeden Fall schon mal als PDF. Das brauchen wir definitiv. So, wir können noch einmal optisch durchgehen. Dann sehen wir es einmal, das Bild von vorne, wie das Fahrzeug aussieht. Rote Bremssättel, das Carbonpaket dran, alles in Hochglanzschwarz. Speed-Logo an den Seiten dran. Mhm. Im Innenraum, beziehungsweise auch Außenfarbe, Uni Solid, Farbe aus den 40er Jahren. Im Innenraum klassisch Hotspur und Beluga, genau. In den Satin True Farben. Sehr schön. High Gloss Carbon Fiber. Schönes Auto. Hier wieder mit den Details in Speed. Die Felgen Hochglanz schwarz. Hammer. So, und das wäre dann eben nur die Zusammenfassung von dem Fahrzeug. So, jetzt sind wir wieder hier und du hast Back in the game und es liegen jetzt Verträge auf dem Tisch. Die liegen auf dem Tisch, wir sind uns einig geworden. Richtig. Und ich freue mich sehr, euch jetzt in der Kams und Bentley Hamburg Familie begrüßen zu dürfen. Und wir freuen uns dabei zu sein und ich habe jetzt die Ehre, ich komme mal rüber zu dir. Ja. Nicht kuscheln oder so heute, aber immerhin zum Unterschreiben. Bitte sehr. Guck mal, ich gehe sogar auf die... Oh, mit dem Füller? Mit dem Füller. Oh, das eigentlich darf ich ja man den ja nicht mehr. Eigentlich darf man den ja nicht weitergeben, aber in dem Fall mache ich das gerne mal. Ich habe ewig nicht mehr mit dem Füller geschrieben. Jetzt achte darauf, dass da nicht noch 23 Waschmaschinen, 24 Wäschetrockner dabei sind. Alles gut. Die du auch noch bestellst. Wir vertrauen.
Perfekt. Wunderbar, schöne Unterschrift. Ja, vor allem können wir jetzt mal ne, zu den ganzen Kommentaren, die immer kommen. Jetzt könnt ihr alle live sehen, Alex unterschreibt bei uns hier die Verträge. Na, ist nicht immer nur jetzt wissen wir, wer das Geld verdient. Genau. Genau. Perfekt. Nee. Schön. Cool. Super. Also, freue mich, dass das geklappt hat. Bentley ist gekauft. Ich freue mich auch. Das wie viel Termin uns. Hattest du angedeutet? Habe ich angedeutet, dass wir nächstes Jahr im April rum uns platzieren werden. Ich werde euch natürlich, probieren, so schnell es geht zu beliefern. Und sehr gut. Das wird dann nein, das ist schon okay, weil es ist ja ein Cabriolet. Ja. Und also März wäre auch okay. Vielleicht auch Februar geht auch schon, weil wir dann wieder Januar geht auch sehr schon. Sehr ambitioniert. Ne? Morgen ist auch okay. Aber ne? Nee, morgen nee, schaffen wir es zeitlich nicht. Aber das übermorgen. Kriegen wir nicht hin. Nee. Gut. Perfekt, dann vielen Dank an euch beide, dass wir wieder hier sein durften und jetzt mit euch das Auto konfiguriert haben und auch bestellt haben. Also ich freue mich sehr. Du? Ich freue mich auch. Perfekt. Absolut. Dann solltet ihr alle, die das Video jetzt einmal schauen, einmal bei Bentley Hamburg vorbeischauen. Oder? Das sollten wir machen. Ne? Das wäre sehr nett. McLaren Hamburg auch vielleicht nochmal? Wäre auch okay. Wo sonst noch? Bugatti Hamburg vielleicht? Bugatti Hamburg? Gibt's okay. auch. Also überall da einmal vorbeischauen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte denkt dran, das Video zu liken, zu abonnieren, zu teilen und die Glocke nicht vergessen. Richtig. Von dem her, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis beim nächsten Mal. Ciao.